beiden Mannschaften. Burgleen gekommen. Ivanauskas und Winkelhofer hat Heribert Weber nicht berücksichtigt, nicht einmal auf die Bank, sondern auf die Tribüne gesetzt. Kleer, Weißenberger und Padmore fehlen bei den Lustenauern. Trainer Stöhr spricht vom letzten Aufgebot. Die Salzburger wollen ihren Trainer nicht abseits stehen lassen, beginnen sehr energisch und stehen gleich selbst im Abseits. Salzburg also ganz in Weiß. Eigner. Es gibt einen Freistoß. Ammerhauser, kein Abseits und Kogler 1:0 in der zweiten Minute. Das 1:0 für die Salzburger. Da haben die Vorarlberger wieder auf Abseits spekuliert. Aber Kogler schwindelt sich hinter die Abwehr und setzt den Ball per Kopf ins Netz. 1:0 in der zweiten Minute. Das Nervenflattern auf Seiten der Salzburger ist vorerst abgesagt. Nasser, rutschiger, seifiger Boden bei Salzburger Schnürlregen macht das Spiel nicht einfach, aber die Salzburger sehr flott, sehr aggressiv, wie hier Hörmann. Heute wird er 36 und sein Trainer ist trotz dieses Fouls mit ihm noch immer zufrieden, mit dem Oldie der Bundesliga. Immer wieder suchen die Salzburger den Weg über die Flügel und mit ihrem Vorchecking stören sie den Gegner schon früh, lassen ihn nicht ins Spiel kommen. Es wird gegrätscht, es wird gekämpft, es wird nicht Fußball gespielt, sondern Fußball gearbeitet. Ammerhauser und gerade noch Torhüter Martin Ung. Eigner. Klaus, und das ist das 2:0. Das 2:0 in der 21. Minute. Der ungarische Teamstürmer Laszlo Klaus per Kopf. Das zweite Kopfballtor der Salzburger. Sie spielen nicht nur mit Einsatz, sondern auch mit Köpfchen heute. Torhüter Unger, die Sicht ein wenig verstellt. Drum reagiert er zu spät bei diesem Kopfball von Klaus. Wüstenrot Salzburg in der 24. Minute. Ganz nach Konzept, den Gegner gestört, den Ball abgejagt und dann das Tor vorbereitet. Das Tor von Nikola Jurcevic zum 3:0. Ja, nichts wird's mit dem Absteiger Salzburg. Im Gegenteil, Salzburg ist wieder jemand. Bei diesem Zwischenspiel im Hals stecken, denn Klaus war schon mit dem Ball über der Torauslinie. Er findet zum Haare raufen Heribert Weber, aber die Zeitlupe zeigt, die Entscheidung von Schiedsrichter Sedlacek war durchaus in Ordnung. Hier war der Ball schon hinter der Linie. Noch einmal die Lustenauer, und zwar war das Kosturkow, aber Torhüter Schaffer. Und die Salzburger, die beginnen jetzt sogar zu zaubern. Doppelpass mit Hütter. Schade um diese Aktion. Die Fans feiern ihren Trainer. Und auch der King feiert mit. Elvis, das Musical, wird hier in Salzburg Europapremiere haben. Und hier wird dafür geworben in der Pause.
Die Lustenauer Fans halten noch immer die Fahne hoch, aber die Salzburger bleiben auch nach der Pause gefährlicher. Zunächst einmal Ammerhauser mit diesem ein bisschen zu ungenauen Zuspiel gedacht für Klaus. Aber immer wieder lassen sich die Vorarlberger stören. Klaus. Jurcevic. Ganz klar ein Foul und eine sehr gute Freistoßdistanz für die Salzburger. Kitzbichler. Millimeter haben da nur gefehlt zum nächsten Tor für Wüstenrot Salzburg. Er zeigt dem Schicksal jedenfalls die Zunge, Heribert Weber, der Trainer. Mit dieser Leistung seiner Mannschaft ist dann eine Ablöse nicht mehr zu denken. Kopfball von Klaus. Es ist das stärkste Spiel der Salzburger in dieser Saison bisher. Dann kommt Tiefenbach bei den Lustenauern. Aber er hat noch gar nicht so richtig seinen Platz gefunden, da der nächste Abwehrfehler. Klaus, und das 4:0 aus einem Traumtor. 4:0 der Torschütze, wieder Laszlo Klaus, sein zweiter Treffer und ein Tor wie aus dem Fußball-Bilderbuch. Es erinnert an den Treffer von Herzog im Spiel gegen Schweden. Ein super Tor zum 4:0 für die Salzburger. Und jetzt zeigt auch Herbert Weber seine Freude. Lipa prüft einmal Torhüter Schaffar. Aber die Lustenauer bleiben bei ihrem fast naiven Konzept, lassen den Salzburgern sehr viel Platz. Fehler hier und Ammerhauser, das 5:0 in der 59. Minute. Fehler von Kolwitzon, auch wieder unter Druck gesetzt von Jurcevic. Den Ball gerade noch weggespitzelt vor dem eigenen Torhüter und das Tor ist frei für den fünften Treffer von Martin Ammerhauser. Jetzt wird die Freude richtig herausgejubelt. Es ist vollbracht. Die Position ist wieder gestärkt. Ammerhauser versucht es gleich noch einmal. Ja, vielleicht finden die Salzburger gleich mit einem Rekordsieg dieser Saison aus der Krise. Lipa, bester der Lustenauer, ist er noch immer, der offensive Libero. Aber was soll ich machen, scheint die Geste von Trainer Stör zu sagen. Da sind wir auf einen übermächtigen Gegner getroffen. Noch einmal Ammerhauser, noch einmal Klaus, aber diesmal Ungar. Immer wieder wird die Lustenauer Abwehr über die Flügel geöffnet, über Ammerhauser. Ja, und Tore, die machen durstig. Šefčík. Und wieder einmal ist die linke Flanke offen. Eigner rechts, Ammerhauser links. Sie sind die Büchsenöffner für die Deckung der Lustenau. Und Aufhauser für Kitzbichler ins Spiel gekommen. Vergibt hier per Kopf. Nikola Jurcevic und Aufhauser haben einander behindert. Nach diesem Fehler von Ungarn, nach diesem Gewaltschuss von Martin Ammerhauser. Nächste Möglichkeit durch Šefčík und da kommt Ungar gerade noch mit den Fingerspitzen an den Ball. Applaus für den eigenen Schuss von Šefčík. Aber jetzt
zeigt sich doch die viele Laufarbeit bei den Salzburgern. Sie werden allmählich müde. Tiefenbach nützt diesen Abwehrfehler und das wird das 5:1 durch Tiefenbach. Eine Kosmetik für das Ergebnis durch Tiefenbach. Und es gibt einfach keinen Tag, an dem sich Heribert Weber nicht ärgern muss. Hier ärgert er sich über diesen Treffer durch Tiefenbach. Aber die Salzburger setzen noch einmal alles daran, doch noch das halbe Dutzend voll zu machen. Setzen den Gegner noch einmal unter Druck. Aber Jurcevic scheitert. Das halbe Dutzend wird nicht voll. Salzburg gewinnt aber. 5. Wir spielen auch für den Trainer, aber nicht nur. Wir spielen für uns selber, für unser Selbstvertrauen, dass wir im Europacup mit einem guten Gewissen und mit einem guten Gefühl reingehen am Dienstag. Es ist schön, dass wir gewonnen haben und für mich freut es besonders, dass jetzt der Herr bleibt. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass wir tendenziell Auflösungserscheinungen gezeigt haben. Man kann in Salzburg 5:1 verlieren, Rapid hat auch 5:2 verloren. Aber wir werden den Schock wegstecken und wir werden die Flinte nicht ins Korn schmeißen. Na gut, ich habe immer schon gehofft, dass der Trainer, also sagen wir mal, bis Winter überhaupt keine Diskussion um den Trainer gibt. Und ich glaube, wir haben nicht nur für den Trainer gespielt, wir haben für uns gespielt, wir haben für den ganzen Verein und für unsere Fans natürlich gespielt. Es ist uns heute sehr gut geglückt und ich hoffe, dass die Diskussionen um den Trainer jetzt endlich ein Ende haben. Eindrucksvoll wurde also der Trainersessel von Herrn...